In dem heutigen Video geht es um den Autoverkauf. Wir haben hier eine Autoverkäuferin und die uns heute mal erzählt, was man eben alles machen muss oder machen kann als Autoverkäuferin. Darum geht es in dem heutigen Video. Also es wird spannend, bleibt dran. Wir sind heute hier im Chalika und das ist ein Autohaus und es werden hier natürlich Autos verkauft. Und da fragen wir heute mal unsere Verkäuferin, Jing Jing ist der Name, was sie hier alles machen muss oder wie der Tag eines Autoverkäufers abläuft. Thank you that you have time for this interview today. Yes. We want to know about this shop here. Also ich habe gefragt, dass wir ein bisschen was über dieses Geschäft hier wissen möchten. What is the service here about your shop? Or can you tell us a little bit before, so about the company? Well, our company is a used car in Chiang Mai. Yeah. So in Chiang Mai, actually, we have three shops. Yeah. Three brands is nearby here. Mm-hmm. This is the head office. So our business, my boss business. Yeah. He been for 40 or 50 years. Mm-hmm. It's a long time. Yeah. So in Chiang Mai, the used car, if people need to the best quality. Mm-hmm. I mean, if you want to choose one car, everything service here is okay. Yeah. For our company. Mm-hmm. So our shop have around 250 car, so you can choose for Euro car and Japanese car here. Yeah. Like the SUV, a truck and the small car like mm-hmm. this. Yes. Ah, okay. Das Geschäft gibt es hier schon seit 50 Jahren und das hier ist das Hauptgeschäft hier in Chiang Mai. Sie haben insgesamt 3 Filialen hier in Chiang Mai und ca. 250 Autos. Darunter sind es viele SUVs oder Pickups, aber natürlich auch normale Fahrzeuge, die auch alle Gebrauchtwagen zertifiziert und geprüft sind. So, and what about the service here for the customers? Also welchen Service wird hier den Kunden geboten? Okay, so our service here, if the customer come here, yeah. Need to buy car, we have every service here. The first thing for when you choose the car, we are preparing the car, yeah. Ready everything, we have the center certificate, about car, yeah. And then if you want to buy car for cash, so the document to the transportation, mm-hmm. everything we have service for you. After you buy car, we have clean the car here and check everything here. Yes, mm-hmm. check about the car. It's mean like for engine oils, yeah, and the air conditions. Mm-hmm. And about the general condition of car. Aha, okay. Yes. Gut, also Service ist nur Rundum-Service hier im Prinzip. Also wer hier ein Auto kaufen möchte, da werden alle Formalitäten erledigt, also die ganzen Papiere, die auch für die Anmeldung und so weiter erforderlich sind, werden gemacht. Weiterhin wird natürlich auch, wenn ich in Bar bezahlen möchte, eine Finanzierung hier angeboten. Die haben also die wichtigsten Banken hier in Thailand eben unter Vertrag, die eben auch die Autofinanzierung eben machen können. Und natürlich auch wird hier ja, die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugs überprüft. Also es gibt hier auch eine kleine Werkstatt, wo eben zum Beispiel Öl getauscht wird oder kleinere Reparaturen eben gemacht werden. Und natürlich auch ein absoluter Reinigungsservice, um die Autos eben auch alle wirklich zu reinigen oder sauber zu machen. So, wie genau geht eine Fahrzeugfinanzierung hier in Thailand vonstatten? Welche Unterlagen werden benötigt oder welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein? When a foreigner comes to here and have no cash money, yes. because he want to finance yes. so a car, what he must do or which conditions is this for the foreigner that he can pay this monthly? Okay, the foreigner can installment with bank, yeah. and they can get the best conditions. So mm-hmm. if they live in Thailand, yeah. is over 1 year, mm-hmm. and they have work permit here, uh-huh. so they can do the finance with bank. Yeah. So we have the many bank, and you can get the best interest. Aha. Uh-huh. Yes. Okay. So,
Also man muss mindestens ein Jahr hier in Thailand leben, und zwar mit einer Arbeitsgenehmigung. Und ab diesem ein Jahr kann man dann die Finanzierung von den Fahrzeugen eben machen. Hier von den Banken her, ich weiß nicht, hier oben kann man es sehen, wird auch immer der beste Zinssatz angeboten oder eben für die Kunden herausgesucht. So, von den Kunden her, die hier das Autohaus besuchen, da hätte ich gerne mal gewusst, sind es nette Kunden oder von welchen Staaten oder Ländern kommen diese Kunden? Miss Jingjing, yes. The customers who come here to the shop, is it sometimes friendly customers or sometimes not so friendly customers? I think you have many customers here in 1 year, and I want to know, is it okay with the customers? Yes. Yeah? And from which countries are the customers? Yes, I have many foreign customers came yeah. here. So in my job, I think I like the service job. Mm-hmm. So I want to tell every customer for me, mm-hmm. everybody is very nice for me. Uh-huh. Yes. You know, some people is kindness, and some people are sometimes not understood something. Mm-hmm. Yeah, so I have to explain. Yeah. But everything, when we talk about the car finish, yeah. and I give the key mm-hmm. for them, so they happy. Yeah. So me happy too. Okay. Yes. Okay. So it's not the problem for me when I do in my position here, in my job here. Yeah. So I think it's very happy every day. Ah. Yes. Okay. Mm-hmm. Yes. I like to talk with customer. Mm-hmm. Yes. I like to talk with people. Mm-hmm. Yes. So people here, foreigner from China, America, uh-huh. yes, and yeah. Japanese, mm-hmm. many countries, yes, yeah. many countries. Ah, okay, yeah, okay. Also Thai people. Mm-hmm. Yeah. Yes. Also sie hat gesagt, die meisten Kunden, die hier reinkommen, sind sehr, sehr freundlich, und vielleicht, wenn sie mal nicht freundlich sind, dann liegt das hauptsächlich daran, dass eben, ja, das nicht verstanden wird, worum es geht, weil man vielleicht mit der Sprache nicht wirklich zurechtkommt. Aber meistens ist dann alles okay, wenn sie den Kunden dann zum Schluss irgendwann auch die Schlüssel von dem Fahrzeug übergibt, und dann sind alle meistens friendly oder happy, ne? Yes. Happy. So like this, ne? Yes. Ja, happy. Okay. Und die Kunden kommen von der ganzen Welt. Also von Deutschland, von China, von Amerika. Also es ist bunt gemischt. Sie hat eigentlich sehr viele Kunden von allen möglichen Herrenländern hier. So, jetzt hätte ich gerne mal gewusst, was Sie als eigentliche Autoverkäuferin hier eben machen muss. Was sind Ihre Aufgaben hier in einem thailändischen Autohaus? Und das werde ich Sie jetzt mal fragen. So, Miss Jingjing, what is your job here exactly? What you must do here every day? Yes, I must do here every day. So in the morning, when I get the phone number. Yeah. Yes, phone number is like the customers. They send the phone number to our company Facebook. Mm-hmm. So I have to call. Yeah. And recommend about the car, what they need. Uh-huh. What they need for. And flying for car, mm-hmm. so I recommend, and I can help, including I can help for the finance, uh-huh. because you know 90% for Thai people, uh-huh. they do the finance, yeah. and I have to find a way for do finance, mm-hmm. yes, mm-hmm. and I contact with the banks for come here to get the document from mm-hmm. customer and do the finance. After we do the finance, so customer make a reserve, I have to arrange the car, mm-hmm. one car, yeah. have to check everything, and after the certificate or car from the center, I will check the condition, everything mm-hmm. in the car. Aha. Yes. Aha, okay. Also hauptsächlich ist sie damit beschäftigt, morgens, wenn der Tag beginnt, mit der Finanzierung von Fahrzeugen, oder eben auch, wenn jetzt Fragen sind über die Finanzierung der Fahrzeuge. Diese Fragen kommen wohl häufig über Facebook hier rein, und diese arbeitet sie natürlich alle ab, und natürlich auch der Service, was jetzt den Kunden betrifft beim Autokauf.
und auch die ganze Serviceabwicklung mit dem Kunden, bis im Prinzip letztendlich das Auto auch an den Kunden übergeben wird. So, das war das Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Lasst natürlich auch ein Like und ein Abo da. Und es würde mich mal interessieren, wenn ihr schon ein Auto gekauft habt hier in Thailand, wie eure Erfahrungen da sind. Also schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye. Ciao, ciao.